Ja, hallo Leute, willkommen bei einem neuen Video der Reihe Überleben im Freien. Beim ersten Video dieser Reihe, wer es noch nicht gesehen hat, der sollte es sich im Vorfeld angucken, ging es darum, was ist bei einem Notfall im Winter, was kann ich machen, was sollte man eventuell bei einer Wanderung dabei haben. Und das war so das erste Video, wo es darum geht, was passiert bei Kälte. Beim zweiten Video geht es jetzt darum, ein Notfalllager aufzubauen. Entweder mit einer Plane, wie im ersten Video erwähnt, wenn man sowas bei hat, oder mit verschiedenen anderen Sachen. Wir gehen jetzt bei diesem Video davon aus, dass wir ein ganz normales Tarp bei haben, also eine Zeltbahn, was auch immer, um diese zu einem Notfalllager aufzubauen. Ich habe jetzt hier den Lagerplatz mir ausgesucht, weil er mir erstmal recht vernünftig erscheint, relativ gut windgeschützt ist. Und das ist so der Grund, warum ich den jetzt ausgewählt habe für mein Notfalllager. Jetzt ist natürlich die Frage, was habt ihr dabei? Habt ihr eine Plane dabei, die 3x3 Meter ist, 2x3 Meter, wie auch immer? Ihr könnt die verschiedenen Varianten, die ich euch jetzt kurz zeigen werde, beim Aufbau auf jeden Fall so gut wie ja, mit jeder Plane anwenden von der Größe her. Die Unterkunft ist dann dementsprechend kleiner oder größer. Das ist der einzige Nachteil, den ihr dann habt. Die zweite Frage ist natürlich, was habt ihr sonst für Gegenstände dabei? Ein paar Beispiele hatte ich ja im ersten Video gegeben, was man in einer Notfalltasche noch bei haben sollte beim Wanderrucksack. Und die zweite Sache neben der Notfalltasche, die ich dabei haben würde, wäre, einfach weil es auch beim Wandern bequem als Kissen benutzt werden kann, die alte BW Isomatte. Die kann man jetzt für verschiedene Sachen einfach benutzen. Die ist robust, kostet nicht viel und wie schon erwähnt, man kann sie auch bei Wanderungen einfach als Sitzkissen neben raufsetzen. Ich werde sie jetzt zuallererst aber dafür benutzen, um hier diesen Bereich hinter mir erstmal schneefrei zu machen, um dort dann das Tarp aufzuschlagen. Also ihr seht, es ist halt anders wie bei einer Isomatte, die man jetzt aus dem normalen Tracking-Bereich kennt, die man aufpusten kann oder sonstiges. Es ist einfach ein robustes Ding, wo ich alles mitmachen kann. Zum Beispiel halt, wie jagt den Schnee weg. Kein Bock mehr, reicht für heute. Ja, mehr beim nächsten Video. Wenn ihr jetzt keine Isomatte dabei habt, auch kein Problem. Entweder nehmt halt ja, eure Füße dafür, also die Schuhe natürlich. Oder ihr nehmt irgendwas anderes, wenn ihr irgendwas findet. Zum Beispiel ja, einen Ast von einer Tanne, von irgendeinem Nadelholz im Winter immer noch zu finden. Könnt das auch benutzen. Wie gesagt, Isomatte bietet halt sich an, weil man es einfach auch beim Wandern einfach dabei haben kann. Wiegt nicht viel und dadurch einfach perfekt. Die nächste Sache ist natürlich, was habt ihr in eurer Notfalltasche dabei bei Wanderungen und so weiter. Das kann natürlich wenig sein, kann viel sein. Je nachdem baut man das Ganze natürlich dann auf oder hat die Möglichkeiten, Sachen aufzubauen. Ich will euch kurz nochmal zeigen, auch wenn es im letzten Video schon mal ein bisschen dran war, was ich heute zum Beispiel dabei habe, dass ihr einfach einen Überblick habt. Ja, die Isomatte natürlich auch gut, erstmal um was abzulegen bei der ganzen Sache. Ja, ich habe hier zum Beispiel einen Tarp dabei, 3x3 Meter. Kann natürlich auch, wenn es danach geht, die von mir letzte Mal gezeigt im Video Notfallplane sein, die ein bisschen kleiner ist, mit einer Isolierschicht innen, bietet sich natürlich auch an, ist ein bisschen kleiner, aber durch die Isolation bleibt halt die Wärme, die man selber verliert, noch dann natürlich intensiver in seinem aufgebauten Zelt als bei dieser Plane als Beispiel. Ich habe zum Beispiel ja, ein kleines Multitool immer bei. Ich schleppe jetzt kein großes Messer für eine normale Wanderung mit, daher ein Multitool. Dann aufgeteilt verschiedene Sachen zum Feuer machen, habe ich meistens bei Feuerzeuge, einen Feuerstahl, ein kleines Blasrohr, um halt dementsprechend das Feuer mit Sauerstoff zu versorgen, wenn es nicht sofort will. Zusätzlich natürlich ganz wichtig, weil man im Winter gerade, wir haben es beim letzten Video gesehen bei unserer Wanderung mit den anderen, wer es noch nicht gesehen hat, sollte sich auf jeden Fall angucken, verschiedene Zundermaterialien bei, bevor ich die im Winter suchen muss. Das kann natürlich echt schwierig werden. Ja, daher ein bisschen Kien sparen, ein bisschen Wattepads, die getaucht sind, um Feuer schneller zu entzünden. Notfallponcho und ganz wichtig, eine Rettungsdecke. Gut, ansonsten habe ich hier noch bei, je nach Aufbauvariante braucht man das nicht unbedingt, noch ein bisschen Paracord, also hier relativ viel, auch da bräuchte man eigentlich weniger. Hab's hier ein bisschen viel und kleine einfache Heringe, auch das muss man nicht dabei haben, kann man sich theoretisch auch aus der Natur suchen. Aber wie gesagt, gerade im Winter ist das eine Sache, die man auf jeden Fall in meinen Augen nicht vernachlässigen sollte, weil wenn man in eine Notfallsituation gerät, braucht man das auf jeden Fall und umso einfacher wird es dann auch. So, als nächstes nehmen wir dann
ich in dem Fall das Tarp oder ihr, was ihr auch immer dabei habt, kann alles Mögliche sein. Umso kleiner, desto weniger Platz natürlich und umso größer, das ist zum Beispiel 3x3 Meter, umso mehr Platz hat man natürlich für ein oder zwei Personen in seiner kleinen Notbehausung. Als erstes natürlich das gut eingepackte Ding auspacken. Und dann wird das Ding ausgebreitet. So, das ist erstmal die Grundlage. Ihr seht hier, das ist auf jeden Fall schön groß. Damit kann man viel anfangen. Und gerade wenn man mit mehreren Personen unterwegs ist, hat man bei einer großen Plane natürlich viel mehr Möglichkeiten, eine Unterkunft zu bauen, ganz klar. Ja, bei der ersten Aufbauvariante seid ihr nicht unbedingt von Paracord oder von Schnur oder irgendwas abhängig, sondern habt ein freistehendes Zelt, was mir persönlich für den Winter mit am besten gefällt, die Aufbauvariante aus dem Grund, weil ich von allen Seiten weitestgehend geschützt bin vor Witterung. Also nicht nur von oben, sondern auch fast von allen Seiten, außer da, wo halt der Eingang ist. So. Wir fangen jetzt an mit 4 Heringen, also ich habe hier ein paar Ultra-Leicht-Heringe. Wir werden gleich sehen, ob das überhaupt beim Schnee jetzt funktioniert oder ob ich mir gleich ein bisschen Naturmaterial besorge, weil durch den Schnee hält das alles natürlich auch ein bisschen schwieriger, weil der Schnee nicht immer komprimiert ist und dadurch ja, kann so ein einfacher, leichter, Ultra-Leicht-Hering nicht immer halten. Aber wir probieren es mal. Also, ihr fangt jetzt ganz einfach an bei dieser Aufbauvariante. Ihr seht hier bei diesem Tarp, dass wir hier verschiedene Ösen haben. Das macht es natürlich weitaus einfacher mit diesen Ösen, weil bei vielen Baumarktplanen, da hat man ja bloß diese kleinen Metallösen und da kriegt man schwer so ein Hering durch. Das muss man alles umbauen und so weiter. Dadurch hat es hier natürlich ein paar Vorteile. Ihr nehmt also jetzt gegenüberliegend, hinten, das ist das hintere Ende jetzt, um das zu sehen, ein und genau gegenüberliegend die zweite Schlaufe und fangt an, hier das erstmal mit dem Boden zu verankern. Hier geht es halbwegs vernünftig, wie es bisher aussieht. Wenn ihr irgendwas braucht, dass ihr nicht in den Boden reinkommt, habt ihr natürlich die Möglichkeit, einfach einen Ast zu nehmen als Schlagwerkzeug. Auch wenn ihr jetzt eigene Heringe euch baut, schnitzt die mit euren Multitool ein bisschen unten an, dann sind die spitz. Und ihr könnt sie genau wie diesen Hering jetzt einfach benutzen. Das gleiche dann gegenüberliegend hier. Hier seht ihr schon, es ist ein bisschen schwieriger auf jeden Fall. Hier ist der Boden schon gut gefroren. So, damit habt ihr den ersten Punkt. Das könnt ihr dann gleich umklappen. So, auf der anderen Seite natürlich das Gleiche. Hering durch. So gut wie möglich spannen. Hier merkt auch wieder, oh, richtig gut, bestimmt eine Wurzel oder gefrorener Boden. Sucht euch die gegenüberliegende Schlaufe. Gut, und dann habt ihr schon mal die erste Seite abgespannt. Guckt halt, dass ein Schnee ein bisschen noch wegmacht, wenn zu viel da ist. Könnt ihr aber nachher noch gebrauchen. Daher nicht zu weit immer den Schnee wegmachen, sondern in eurem Umfeld liegen. Ihr werdet sehen, warum. Nehmt die nächsten 2 Heringe. Dann nehmt ihr die Enden von dem anderen gegenüberliegenden, von der gegenüberliegenden Seite. Guckt, falls wieder ein bisschen Schnee zu viel ist, das wieder wegzumachen halbwegs. Und dann nehmt ihr die Außenkante hier zum Beispiel und geht nach innen mit dieser Kante. Hier seht ihr, ist eine gegenüberliegende Schlaufe, die ja immer die gleichen Abstände hier natürlich hat. Und davon ein bisschen weiter. Handbreite reicht zum Beispiel aus. Nehmt wieder was, um das Ganze zu verankern. Bringt es halbwegs auf Spannung. Und probiert den Boden durchzustechen. Falls der Hering halt wie gesagt nicht richtig reingeht, guckt vor allem erstmal, dass er schräg natürlich angewinkelt halbwegs ist. Sonst kann es natürlich schnell wieder rausrutschen. Und dann nehmt euch einfach, ja, irgendwas werdet ihr finden im Wald, um das Ganze als, ihr seht, dann geht es schon weitaus leichter. Auf der anderen Seite dann ebenso das Ganze wieder. Hering rein. Guckt, wo dementsprechend gegenüberliegend das Ganze ist. Eine Handbreit ungefähr weiter. So. Als nächstes, wenn ihr die Spannung vorne und so weiter vorgenommen habt, könnt ihr nochmal die Seiten jeweils einmal abspannen und dann geht es ans Aufstellen des Ganzen.
Nachdem wir die Punkte alle abgespannt haben, wie ich jetzt das gerade vorgemacht habe, ist die Frage, ob ihr Wanderer seid, die zum Beispiel mit Trekkingstöcken laufen oder eben ohne. Vorteil, wenn ihr damit wandert, ja, muss jeder selbst erstmal natürlich für sich entscheiden. Ich finde es gerade bei Wanderungen, wo es hoch und runter geht, echt entspannt für die Gelenke. Und gerade wenn man ein bisschen Wandergewicht hinten im Rucksack hat, sind die halt echt gut. Und man hat den großen Vorteil, dass man die Höhen verstellen kann. Jetzt beim Tarpaufbau werdet ihr gleich sehen, warum. Andere Möglichkeit ist auch hier natürlich wieder, sich Sachen zu nehmen, die man in der Natur findet. Äste, was auch immer, um das Ganze, was ihr gleich sehen werdet, abzustützen und nach oben zu bringen, dass ihr halt drunter liegen könnt. Dafür nehmt ihr euch jetzt den ersten der beiden. Hier bei denen ist das recht einfach. Ist nichts mit Drehen, sondern mit Schnellverschlüssen. Fahrt das ein bisschen aus. Könnt ihr individuell noch ein bisschen gestalten, natürlich, wie hoch ihr das Ganze macht. Ich fange jetzt erstmal mit der Höhe an. Bei mir geht es halt wieder relativ flott bei meinen Wanderstöcken. Und dann bewegt ihr euch, nehmt das mittlere hier hoch, was wir hier am Anfang haben, und geht in eure Unterkunft. Hier seht ihr schon, bei den Trekkingstöcken ist das halt eine echt gute Sache, weil erstens verkantet sich unten und oben habe ich keine spitze Stelle, wie zum Beispiel bei einem Ast. Daher sollte man überlegen, dass man irgendwas, wenn man einen Ast hat, oben noch drüber macht, dass es ein bisschen das Ganze aufpolstert. Ansonsten guckt jetzt, dass ihr hier Spannung drauf bekommt. Das ist jetzt das Entscheidende. Das kann jetzt hier dementsprechend noch eingestellt werden. Ich kann jetzt hier meinen Trekkingstock halt ausfahren, bis richtig Spannung drauf ist. Und habe jetzt erstmal einen Eingang. Ihr seht aber natürlich, hinten ist es noch nicht genug. Und dafür haben wir dann unseren zweiten Trekkingstock, den wir jetzt gleich benutzen werden. Der zweite Trekkingstock muss dann erstmal nicht ausgefahren werden. Den nehmen wir jetzt komplett mit so rein in unser kleines Zelt, unsere Tarpaufbau-Variante, und stabilisieren das hinten nach oben. Jetzt ist es noch nicht ganz hundertprozentig abgespannt. Wir gehen jetzt gleich, nachdem wir hier die Dinger angebracht haben, ihr seht, wir haben jetzt richtig viel Raum nach oben auch gewonnen. Gehen wir gleich nochmal nach draußen und spannen nochmal alles ab, dass man wirklich hier nach und nach eine ganz glatte Fläche hat, dass Wasser, wenn es regnet, Schnee, was auch immer, wunderbar abfließen kann. Und so hat man dann hier, man sieht es jetzt schon, echt Platz für zwei Leute, die mindestens liegen können. Und als Notfalltarp können hier mit Sicherheit auch vier Leute drinnen sitzen, ohne Probleme. Ja, von außen gesehen sieht es dann so aus, das Ganze. Ihr seht natürlich hier, das ist hier recht, ja, ist halt der Eingang, der ist relativ offen. Die Variante wollte ich euch jetzt aber erstmal zeigen, wenn man gar keinen Paracord bei hat oder sonstiges. Man sieht es ja, es hält auch hier jetzt erstmal Wind natürlich ab, und wir gehen einfach mal rum und spannen gleich noch ab. Ihr seht, wir sind von allen Seiten auf jeden Fall geschützt. Das ist halt der große Vorteil bei dieser Aufbauvariante. Was wir jetzt nochmal machen, ist, wie gesagt, die Heringe zu kontrollieren. Und wenn ihr noch Heringe übrig habt, entweder aus Holz oder wirkt aus Metall, spannt ruhig nochmal alles einzeln ab, dass ihr hier so eine Falten und so weiter rausbekommt, dass wir wirklich ein klares, schönes Bild haben. Und umso besser läuft dann eben auch das Wasser ab. Ja, hier hinten auf jeden Fall nochmal abspannen kann nicht schaden. Je nachdem, was ihr für eine Plane habt, mit Abzugspunkten wie hier, wo man wunderbar das Ganze machen kann. Oder eine andere. Eine Möglichkeit gibt es immer. Und dann hat man hier das ganze Raumwunder schon fertig. Als nächstes kommen wir dazu, warum wir Schnee noch ein bisschen behalten sollten. Und zwar seht ihr ja, hier sind überall Öffnungen. Also hier wird der Wind auf jeden Fall, wenn richtig Wind ist, durchziehen. Und da machen wir das Ganze einfach so, dass wir ringsherum diese Nähte mit Schnee abdichten. Entweder mit Fuß, mit eurer Isomatte, was auch immer ihr habt. Hier fangen wir jetzt einfach an, nach und nach das Ganze abzudichten mit, ja, möglichst viel Schnee. Und so dichter wird das Ganze natürlich auch, stabilisiert nochmal vor allem auch das Ganze. Wenn Gewicht drauf ist, ruhig ein bisschen festtreten das Ganze. Und schon kriegt ihr hin, dass ihr eine Tarpaufbau-Variante habt, was von wirklich allen Seiten, auch von unten, wind- und wasserdicht ist. Wenn ihr denn an den Seiten, ihr seht, hier habe ich noch nicht komplett fertig gemacht, hier guckt noch ein bisschen was durch, hier kommt dann einfach Schnee hin, um die ganzen Sachen dicht zu bekommen. Hier hinten ist zum Beispiel schon Schnee. Die anderen Seiten macht ihr dann einfach alle mit Schnee komplett zu, und so seid ihr hier wirklich gut abgeschirmt von außen. Ihr seht es hier schon. Hier ist jetzt natürlich nicht abgespannt das Ganze, ist aber auch nicht so wild, weil, wie gesagt, es ist auch gleichzeitig ein Windschutz. Das könnt ihr einfach hier drin lassen, das stört nicht. Ansonsten nehmt ihr halt einfach
eure Ausrüstung, was ihr mit drin habt, wenn ihr allein seid, habt ihr richtig Platz. Ihr seht es ja, also hier könnt ihr eure Ausrüstung hinlegen, alles gar kein Problem. Platzmäßig einfach nur top, diese Aufbauvariante. Und wie gesagt, die Wärme, die ihr ausstrahlt, bleibt ja auch hier drin. Die weicht ja nicht komplett 100% ab, die ist ja nicht weg, die ist hier drin. Eine Möglichkeit, die ihr natürlich dann hier drin habt, ist entweder mit einem Öllicht hier nochmal Wärme reinzubringen. Und das hilft halt auch wirklich, auch wenn es nur ein paar Watt Leistung hat, so ein Öllicht, ist es trotzdem so, dass die Wärme nach oben steigt und ihr trotzdem hier weiterhin drin habt. Das macht das Ganze auch aus. Ansonsten die Isomatte. Wenn ihr eine bei habt, könnt ihr entweder natürlich dann hier drin reinschmeißen. Ihr sucht euch Tannenmaterial und so weiter, könnt hiermit den Boden dämmen, dass ihr sitzen könnt. Was auch immer. Und beim Wandern hat man ja meistens auch einen Rucksack bei. Auch da kann man sich raufsetzen im Notfall. Keine Probleme. Ansonsten zeige ich euch gleich auch noch, was man ansonsten noch mit dieser wunderbaren BW-Isomatte hier machen kann, mit dieser Aufbauvariante. Ja, also wie gesagt, Öllicht brennt wirklich viele, viele Stunden. Ich weiß gar nicht, was da drauf stand. Irgendwo stand es mal. Das brennt halt unzählige Stunden und ist halt eine einfache Wärmequelle. Und ihr werdet hier auch schnell merken, sicher hinstellen auf jeden Fall, nicht, dass ihr dann verbrennt, ganz klar. Also werdet am besten hier auch eine kleine Kuhle machen, mittig hinstellen und so habt ihr wirklich eine echt gute Wärmequelle nochmal drin. Das war es erstmal zu dieser Aufbauvariante. Kurz nochmal möchte ich Vor- und Nachteile hierzu sagen, bevor wir außen noch einen kleinen Aufbau machen. Vorteil finde ich auf jeden Fall bei dieser ganzen Sache, dass man von allen Seiten geschützt ist. Das finde ich halt bei dieser Aufbauvariante echt gut. Zweitens, man ist hier nicht von Bäumen abhängig. Das heißt, ich könnte theoretisch auch auf dem freien Feld diese Aufbauvariante machen, weil ich einfach kein Paracord irgendwo hinspannen muss. Also ich bin nicht davon abhängig, irgendwo was zu spannen. Und wenn ich keinen Paracord bei habe, ist es eh egal. Wenn ich keinen Paracord habe, kann ich eh nichts abspannen. Und so habe ich hier die Möglichkeit mit einer Plane. Und der Rest ist aus der Natur besorgbar, ganz einfach, um Heringe zu machen und so weiter und so fort. Top Sache, daher auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Nachteil bei dieser ganzen Sache ist natürlich, dass ich irgendetwas brauche, definitiv, um es nach oben abzustützen. Entweder Wanderstöcke, Holz oder irgendwas, um das Ganze in die Höhe zu bringen. Ohne bringt mir das natürlich auch gar nichts, ganz klar. Und der zweite Nachteil, den wir haben bei der Sache, ist natürlich auch, dass ich keine richtige Zugluft habe, was einerseits ein Vorteil ist bei Kälte, aber auch ein Nachteil sein kann. Wenn ich eben an den Seiten alles dicht gemacht habe, habe ich keine Luftzirkulation mehr. Das heißt, wenn ich hier drin ein kleines Feuer mache, um etwas zu kochen, Wasser abzukochen, was auch immer, muss ich gucken, dass ich irgendwie das Ganze belüftet bekomme, um halt nicht die Rückstände des Verbrannten einzuatmen, was natürlich dann im Schlaf fatal wäre. Daher zeige ich euch gleich eine Variante, dass ich trotzdem Feuer machen kann in der Nähe. Aber hier drin Feuer zu machen, geht halt dementsprechend nicht, außer vielleicht ein kleines, was jetzt hier nicht komplett Riesenrückstände von Verbrennung hinterlässt, ganz klar. Also zum Abspannen brauche ich halt natürlich Heringe, das ist auch klar. Die muss ich mir entweder, wenn ich die bei habe oder eben suche, das ist halt noch ein Nachteil, davon bin ich auf jeden Fall auch abhängig, aber das ist bei jeder Tarp-Variante so, da komme ich nicht dran vorbei, dass ich irgendwie diese Tarps abspannen muss. Eine Variante, um trotzdem draußen Feuer zu machen, dass man halt nicht die reine Flamme drin hat, was natürlich auch von Nachteil wäre, wenn man das Feuer da drin zu groß machen würde, ist natürlich nicht nur die Erstickungsgefahr, sondern vor allem auch, dass die Glut bzw. die Funken in das Tarp natürlich überall rüberspringen. Wenn man kein Feuerfestes hat, würde es natürlich überall kleine Löcher geben und es könnte dann da auch reinregnen. Daher eine kleine Variante jetzt für euch, die man entweder mit der Isomatte machen kann, das heißt die Isomatte, die wir jetzt gehabt haben, oder auch hier wieder mit Naturmaterial. Und zwar bauen wir jetzt uns eine kleine Feuerstelle direkt vor dem Zelt. Die können wir hier als Beispiel anlegen. Wir können dafür wieder einen Stock nehmen, wenn es zu dicht ist, und einfach als Grabestock benutzen, um das Ganze als Feuerstelle zu machen. Das heißt, wir machen uns hier ein kleines Loch. So sieht man das auch nicht so gut. Muss jetzt nicht so tief sein. Ich würde auch nicht so ein Riesenfeuer empfehlen, weil umso größer es wird, umso höher sind auch die Wahrscheinlichkeiten, dass ihr euch Löcher reinhaut oder dass ihr auch gesehen werdet. Wie gesagt, hier ein kleines Loch euch einfach machen, direkt vor eurem Zelteingang mit dem Grabestock. Und dann macht ihr es so, dass ihr euch ein paar Äste, wie jetzt hier, schon mal vorbereitet, sucht. Entweder mit eurem Messerchen, wenn ihr was bei habt. Ein Messer hat man ja meistens bei Wanderungen oder irgendwas. Schnitzt euch die ein bisschen an, dass ihr die als Keile nutzen könnt. Und dann rammt ihr den mehrere in den Boden. Und nehmt noch einen dritten. So im Abstand natürlich, dass ihr trotzdem noch reinkommt. Das wäre natürlich ganz gut. So,
Ihr seht, dann habt ihr erstmal die Grundbarriere und diese drei Stöcker, entweder sucht ihr euch, wenn ihr im Tannenwald irgendwo seid, die Möglichkeit hier jetzt Tannenmaterial zwischenzuflechten, hat halt den Vorteil, dass ich dann einen Reflektor habe und die Wärme, die ihr durch das Feuer hier erzeugt, geht natürlich nach oben, aber geht halt nicht zur Seite weg und ihr habt dann dementsprechend den Vorteil, erstens eines Windschutzes nochmal von vorne und auch als Reflektor, dass die Wärme ein bisschen zumindest nach innen kommt. Ihr müsst nun entscheiden, ob ihr halt die Isomatte entweder sogar teilt, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass ihr, die ist ja relativ lang, 2 Meter sind die glaube ich, in der Mitte teilt, 1 Meter als Beispiel jetzt hier reinspannen und die andere reinnehmt als Isolationsschicht für innen. Ansonsten kann man empfehlen, das Ganze so zu machen, wenn ihr jetzt für innen eine Isolationsschicht für den Körper habt, hat man natürlich die Möglichkeit, hier jetzt den Reflektor zu bauen. So kann dann ein einfaches Notfalllager aussehen. Isomatte und im Endeffekt nur eine Zeltplane und ihr könnt loslegen. Der Rest findet ihr wie gesagt in der Natur, was ihr braucht dafür. Wird euch, kann ich garantieren, je nachdem, natürlich was für Temperaturen sind in Sibirien, vielleicht eine andere Sache als in Mitteleuropa. Hier in Deutschland würde euch das Ding auf jeden Fall definitiv das Leben retten, so wie ihr es jetzt habt. Ja, wir haben jetzt schnell was gegessen gehabt. Ihr seht, das Feuer ist größer geworden als vorhin. Kurze Mittagspause und jetzt geht es weiter an den zweiten Aufbau. Der zweite Aufbau heißt sogenannt im Englischen A-Frame, weil er halt eine A-Form hat. Ist die zweite Variante, die ich für geeignet halte, im Winter vor allem, aber auch allgemein nutzbar natürlich für jede Art und Weise zum Aufbauen, bei jeder Jahreszeit. Ihr werdet sehen, wie das Ganze jetzt geht. Wir brauchen aber dazu, anders als bei der anderen Aufbauvariante, Paracord-Schnur, irgendwas zum Spannen, sonst geht das eben nicht. Zuallererst müsst ihr euch anschauen, dass ihr einen vernünftigen Abstand zwischen zwei Bäumen habt. Das bietet sich von da nach hier zum Beispiel an oder von hier nach da. Hier ist natürlich relativ nah am Feuer jetzt. Dadurch werden wir das hier nicht machen, sondern werden diesen und diesen Baum nutzen. Und dann fängt er hier bei der einen Ende an. Erstes Ende. Macht ihr eine ganz einfache Schlaufe. Jo, wie ihr hier seht, ganz simpel. Und dann einmal umschlingen, Baum knutschen. Und dann ist natürlich die Möglichkeit, dass ihr das ganze Paracord, die 10 Meter oder 15 Meter sind das hier, glaube ich, durchzieht. Kann man sich aber sparen, indem ihr auch einfach hier das Ganze kurz als Schlaufe nehmt. Hier durch. Und dann nehmt ihr was zum Klemmen, zum Beispiel so ein Stöckchen. Macht das hier rein. Und bringt das Ganze auf Spannung. Hier wird dann nichts mehr passieren. Von der Höhe müsst ihr so grob gucken, wie ihr es haben wollt. Liegt natürlich an der Größe von eurem, ja, eurer Zeltbahn oder was auch immer ihr bei habt. Soll dann dementsprechend nicht zu hoch und nicht zu tief sein. Wir sind jetzt hier ja, auf knapp 1,30, 1,40 schätze ich mal. Das passt eigentlich bei 3 Meter. Und dann, ihr nehmt jetzt die Mitte eures Tarzplane, was auch immer. Und gucken, bei mir ist es gut gekennzeichnet. Und der Vorteil bei meinem ist, dass Ösen außen dran sind. Großer Vorteil deswegen. Es gibt natürlich auch Ösen, die zum Beispiel nur hier sind und wo man die Schnur dann fast innen nachziehen muss oder durchziehen muss. Und das ist hier eben nicht der Fall. Ich kann außen das machen. Denn wenn jetzt hier Wasser runterläuft, habe ich eventuell das Problem, dass mir das Wasser sonst ins Tarp reinläuft. Und das habe ich hier bei meinem Tarp zum Beispiel nicht das Problem. Fummel das jetzt Öse für Öse durch. So, dann haben wir das Ganze durch. Plane müssen wir jetzt erstmal nicht ausrichten. Wir machen jetzt erstmal einen Spannknoten als nächstes. So. So. Ja, und hier, also entweder fummelt man einfach den Knoten, den man kann. Ich will jetzt hier keine Knotenkunde geben, das machen wir vielleicht mal im separaten Video. Es bietet sich natürlich aber an, einen sogenannten Klemmknoten zu nehmen. Das heißt, einen Knoten, den man nachstellen kann, dass man die ganze Schnur richtig auf Spannung kriegt. Ja. Muss man nicht können. Man kann auch natürlich hier 20 mal rumschlagen und dann festmachen. Ist nicht ganz so schön, weil es dann halt immer nicht hundertprozentig straff ist, das Ganze. Aber wie gesagt, es geht auch so. So, jetzt ziehen wir hier ein bisschen. Bringen das Ganze grundlegend erstmal auf Spannung. Und dann könnt ihr zum Beispiel, wir haben jetzt noch recht viel Schnur, aber das geht. Ich wickel das kurz mal ein bisschen zusammen. Und dann fangt ihr an. Ich zeige euch den Knoten grob, wie gesagt,
Eins. Zwei. Und zur Not noch ein drittes Mal. Das Ganze hier nebeneinander, die Schnur anzubringen, rüber zu wickeln. So, wie man sieht, sind jetzt hier drei Schnüre nebeneinander. Ja, zieht das Ganze, müsst ihr nicht ganz durchziehen, hier wieder wie drüben. Könnt ihr auch mit einer Schlaufe machen. Ganze fest erstmal und dann ist der Vorteil, wie ihr seht, kann ich den Knoten weiterhin bewegen. Ich kann jetzt, wenn ich in die Richtung schiebe, weiterhin, ihr seht, jetzt hängt es durch und wenn ich den Knoten schiebe, spannt sich die sogenannte Ridgeline oder das Paracord hier in dem Fall immer weiter. Aber in die andere Richtung kriege ich ihn halt nicht gezogen. Das ist der große Vorteil bei diesen Knoten, Knemmknoten. Und ich kann ihn jederzeit halt immer enger machen, wenn ich sehe, es hat ein bisschen nachgegeben, habe ich die Möglichkeit, den Knoten einfach wieder, ja, enger zu ziehen und damit die ganze Konstruktion zu spannen. Und auch das Gute, man kriegt den Knoten einfach auf als irgendeinen Knoten, den man jetzt hier, wie man Schleife und Knoten und so weiter macht. Man kriegt den locker dann einfach wieder auf, wenn man den weghaben will. Gut, und das war es erstmal schon mit der Grundkonstruktion. Ja, den kann man jetzt noch ein bisschen nachziehen, dass er einfach noch stärker ist. Aber so reicht uns das erstmal. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, als nächstes könnt ihr dann entweder von dem Paracord-Ende, was ihr noch habt, zwei, ja, Enden abschneiden. Ich will das Seil jetzt nicht weiter zerschneiden, weil ich es noch andersweitig nutzen will. Habe hier zwei vorbereitet, die ich jetzt nutze. Und zwar machen wir jetzt zwei weitere Klemmknoten, um das einfach auf Spannung zu halten. Weil ihr seht ja, das würde jetzt hin und her rutschen. Macht so natürlich keinen Sinn. Daher machen wir jetzt einen recht einfachen Knoten. Ihr seht, einmal so. Nochmal durch. Wie hier, dass die schön nebeneinander sind. Kann man zweimal machen, kann man dreimal machen. Ist vollkommen wurscht. Dann guckt ihr, dass das hier ran macht. Das kann mit einem ganz einfachen Knoten passieren. Und dann habt ihr auch hier die Möglichkeit, das Ganze straff zu ziehen. Und zwar geht auch das nur, ihr seht, hier lang geht es nicht, wenn ich hier lang ziehe. Und hier lang kann ich weiterspannen. Das machen wir jetzt auf der anderen Seite genauso. Und so kriegen wir einen Klemmeffekt, sind halt sogenannte, das sind Klemmknoten hier auch wieder. Und können so unser Tab wunderbar nach und nach erstmal so spannen und dann in die Seiten wieder verknoten. Ihr könnt es auch unten hier zusammenknoten, ist auch möglich, dass man das dann so macht, das ist eigentlich vollkommen egal. Hauptsache irgendeine Verbindung zur Schlaufe. Und auch hier wieder, ich kann es in eine Richtung ziehen, in die andere. Nix. Und jetzt sehen wir schon, wenn ich jetzt spanne, dass das hier oben weitaus vernünftiger wird. Wir haben eine schöne Spannung jetzt hier schon. Wir können hier nochmal nachziehen. Das hat sich ein bisschen gelöst, denke ich mal. Das kann man wieder nach Belieben immer nachziehen, wenn es nicht straff genug ist. Und hier haben wir jetzt schon mal das Ganze ordentlich gespannt. So, Aufbau fertig. Und jetzt geht es im Endeffekt los wie beim anderen. Aufbau, dass wir die Seiten hier abspannen müssen, um dort jetzt Raum zu bekommen. Spannen wir es jetzt auch nochmal ab in der Mitte und dann sind wir mit 6 Heringen auf jeden Fall rumgekommen und haben hier, ja, einen schönen Aufbau, der auf jeden Fall von zwei Seiten, wir werden es gleich von innen uns angucken, gesichert ist. Ja, wie ihr seht, ist halt auch relativ viel Platz. Definitiv können hier auch zwei Leute wieder drin pennen. Vorteil hier ist natürlich, dass ich jetzt nicht irgendwas brauche, um es nach oben abzustützen und so weiter und so fort. Gute Sache. Ich habe halt zwei Öffnungen hier. Das ist natürlich ein gewisser Nachteil. Man muss auf jeden Fall darauf achten, von wo der Wind kommt, wenn ich das Ding aufbaue. Nicht, dass ich dann das Ganze so baue, dass ausgerechnet der Wind genau in diese Seite reinbläst. Sollte denn so aufgebaut werden, dass natürlich eine der beiden Seiten, rechts oder links,
dementsprechend ja, gegen den Wind zeigt, dass ich da das Problem eben nicht habe. Ansonsten, wie gesagt, kann man natürlich auch zum Verhindern, dass ich hier viel Lufteinzug habe, vorne und hinten einen Rucksack reinstellen, ein Poncho vorhängen, was auch immer ich bei habe. Die Möglichkeiten habe ich natürlich. Großer Vorteil hier ist natürlich, dass ich immer eine Luftzirkulation habe. Das heißt, ich kann hier eine kleine Feuerquelle irgendwas mir rein machen, definitiv. Auch eine wirkliche Feuerstelle, wie wir da vorne gerade gesehen haben. Nicht so groß, im kleinen Rahmen, dass es nicht schmilzt hier, das ist auch klar. Aber ich habe eben die Möglichkeit, hier auch ein bisschen mehr Feuer zu machen als bei der anderen Variante, weil einfach eine Luftzirkulation da ist und damit ich nicht Angst haben muss, dass ich eines Gastodes sterbe. Also definitiv ist das ein großer Vorteil. Nachteil hier ist natürlich wieder, ich muss zwei Bäume haben. Also ich bin daran gebunden, dass ich irgendwo im Wald das Ganze habe. Anders geht das hier in dem Fall eben nicht. Das ist halt der Nachteil wieder bei diesem Aufbau. Die Sache ist natürlich, umso höher ich gehe mit diesem ganzen Ding, umso mehr Angriffsfläche habe ich natürlich auch für den Wind. Daher bietet es sich doch oft an, das Ganze relativ flach zu halten, weil der Wind natürlich dann dementsprechend nicht zu viel Angriffsfläche hat. Weil wenn das Ding dann tatsächlich so steht, in einem richtigen Arm, kann der Wind natürlich viel mehr Angriffsfläche nehmen und damit ist natürlich auch der Druck auf dem Ganzen viel höher und ist natürlich ein größeres Problem. Also wenn möglich, sollte man es relativ flach machen, so dass man eventuell drin sitzen kann. Das ist eigentlich so dann eine optimale Aufbauhöhe und man kann auch drin halt sitzen, ein bisschen was kochen und sich halt vor dem, vor was man sich in diesem Notfalllager versteckt, kurzzeitig verstecken und aufhalten, ohne dass man dementsprechend ja, drauf geht. Auch das hat seinen Vorteil, die Wärmespeicherung beim Aufbau ist bei dem anderen natürlich besser. Ihr habt es ja gesehen, weil halt keine großartige Luftzirkulation ist, wird die Wärme auf jeden Fall eher in diesem Aufbau Variante 1 bleiben, statt in diesem, wo ich ständig einen Luftzug durchhaben werde, ob es nun ein richtiger Wind ist oder einfach nur eine leichte Zirkulation. Die Wärme wird auf jeden Fall schneller entweichen als bei der anderen Aufbauvariante. Daher würde ich, wenn ich die Möglichkeit habe, immer Variante A im Winter als Notfallshelter oder als Notfallaufbau und wählen. Diese Variante ist für den Sommer auf jeden Fall besser oder für Herbst und so weiter. Aber die andere ist, um die Wärme zu speichern, wenn ich plötzlich in einer Winternotsituation bin, weitaus besser. Ja, was man auf jeden Fall noch machen sollte, auch dass hier von der Seite der Wind nicht durchzieht, alles wieder mit Schnee voll machen von der Seite. Und so habe ich zumindest von beiden Seiten, hier links und rechts, keine Möglichkeit, dass da Wind durchkommt, Kälte reinkommt. Das sollte man auf jeden Fall hier noch machen. Ansonsten sind beide Aufbauvarianten natürlich mit allem Möglichen, in kleinem Stil zum Beispiel möglich. Ich kann es zum Beispiel auch mit so einem Poncho aufbauen, in kleinen Variante, das wäre auch möglich. Natürlich nicht so optimal wie hier, ganz klar. Aber ein Poncho hat man natürlich zum Wandern eher da. Ansonsten ist beim Poncho halt die Sache, hat man die Möglichkeit, was im ersten Video zum Beispiel erwähnt wurde, der Notfallsitz und so weiter und so fort. Hiermit hat man natürlich auch eine gewisse Möglichkeit, einiges zu machen. Kombinieren würde ich natürlich trotzdem immer alles mit den anderen Mitteln, die wir in Teil 1 hatten, zum Beispiel den Notfallponcho, dass man sich den überzieht oder halt eine Notfalldecke, dass man die zur Körperisolation, dass man halt die Wärme bei sich behält, auch hier drunter trotzdem trägt. Umso mehr Chancen hat man definitiv, um so eine Nacht bei Minusgraden, aber auch bei leichten Plusgraden zu überleben. Das ist der Hintergrund bei der Sache. Das soll natürlich kein super Campingwochenende werden, wenn man in so einer Situation kommt, sondern es ist einfach das Problem, dass ich da in dieser Situation einfach überleben will. Das war schon der zweite Teil von Überleben im Freien. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt, ganz wichtig. Und teilt das Video, um allen Leuten, euren Freunden und so weiter die Möglichkeit geben, sich damit weiterzubilden und in so einer Situation eventuell kann jeder in so eine Notlage kommen, zu überleben. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Sebastian.